Hey Leute, willkommen zurück zu Quantum Break. Es tut mir leid, dass ich jetzt eine Woche oder anderthalb Wochen nichts hochgeladen habe. Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Oh, verdammt. Also auf jeden Fall, es tut mir leid. Ich habe gesundheitliche Probleme. Und ja. Und film die Ohren gerade. Aufpassen mit dem einen Typen. Mit dem Fett muss ich aufpassen. Oh fuck! Ich mit dem Fetten aufpassen. Ganz wichtig, ey. Sie waren also auf dem Weg zur Party. Was war Ihr Plan? Ich musste Dr. Emerald vor dem Ende der Anomalie finden und durfte nicht bemerkt werden. Ja. So, hin. Da müssen wir hin. Ah, okay, verstehe. Hier ist auch nochmal ein Zeitstempel. Das ist der einzige Tunneleingang, den Joyce hätte benutzen können. Sichert den Ausgang. Ich gehe allein. Sir, sicher, dass Sie keine Unterstützung wollen? Wir haben gesehen, wozu Jack in der Lage ist. Ich bin der Einzige, der ihn aufhalten kann. Wenn er es zum Festland schafft, verlieren wir ihn. Sichert den Ausgang. Okay. Okay. Gut, auf jeden Fall, willkommen zurück zu Quantum Break. Versuche jetzt die Teile so kurz wie möglich zu halten. Und ja. Dann habe ich halt mehrere Parts hochladen. Beth muss hier irgendwo sein. Ich muss sie finden, bevor die Anomalie endet. Sir, ich weiß, er hat es mir bereits erklärt, aber nur zur Bestätigung. Mr. Hatch will wirklich, dass ich auf ihn schieße. Er will, dass du auf ihn schießt und er will, dass es echt aussieht. Danach gehst du wie besprochen raus, misch dich unter die Leute und alle werden denken, dass du nur auf das reagierst, was gerade passiert ist. Der tote Winkel, den du brauchst, ist bereits vorbereitet. Ich kenne den Plan, ich verstehe ihn nicht. Du musst ihn auch nicht verstehen. Du musst es nur machen. Ein Verräter hat während der Rede von Mr. Hatch auf ihn geschossen. Ich gehe davon aus, dass es Beth Wilder war.
Wir wissen beide, dass sie's nicht war. Hedge wollte Monarch durcheinanderbringen. Was ist die beste Möglichkeit, Schuld von sich zu weisen? Selbst Opfer zu sein. Ah, da. Was, Beth Wilder? Wilder? Irgendwie so? Ganz ruhig bleiben. Hey! Alles okay. Ich bin's. Mein Gott. Sieh dir das nur an. Ich hoffe, das ist dein Stil. Diese Leute haben keine Ahnung, dass ich Paul Talbot im Vergnügungspark zerschossen habe. Ja, aber Monarch weiß es. Ich glaube nicht, dass meine Tarnung hält. Tja, also, es wird für den nächsten Schritt eh nicht notwendig sein. Was ist denn der nächste Schritt? Okay, Dr. Emerald hält sich hier irgendwo in der Villa auf. Schnappen wir sie uns. Mit etwas Glück schaffen wir es unbemerkt wieder raus. Okay, du gehst vor. Das können wir schon was upgraden? Geht das? Wir haben 9 Punkte. Erhöhte Reichweite. Nee, will ich gar nicht. Das ist interessant. Das wollen wir. Das sind 6, ich habe noch 5. Dann nehmen wir noch das hier mit. Dann sind wir zufrieden. Ach, das hatte ich ja schon. Büro von Dr. Emerald. Diese Anomalie kann jede Sekunde kollabieren. Was machen wir, wenn wir sie haben? Außerhalb der Villa ist eine Anlegestelle. Okay, das kriegen wir hin. So. Oh Mist! Diese Drohne! Ist zur falschen Zeit am falschen Ort, wortwörtlich. Ah, das. Jack, Dr. Emerald ist da drin. Wir müssen sie da rausholen, bevor die Zeit wieder einsetzt. Ja, müssen wir. Darf ich? Ja, komm. Hilf mir. Jack, sie muss da weg, bevor die Zeit wieder einsetzt und die Drohne uns in Stücke schießt. Okay. Legen wir los, Doc. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein, aber Sie kommen mit uns. Wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Sie kollabiert! Also gut, los, los! Wo ist das verdammte Boot? Da ist es. Stimmt, das ist schlimmer als beim Orgasmus, Alter. What the fuck? Es ist Dolph! Er ist an uns vorbeigekommen! Lassen Sie nicht entkommen! Jemand soll Mr. Serene rufen! Jack, Sie schließen das Tor. Wir werden hier leichte Ziele sein, wenn du es nicht für uns öffnest.
Ich kümmere mich drum. Ihr verschwindet, sobald ihr könnt, okay? Boah, was machst du denn da? Also die Steuerung ist echt manchmal echt bescheuert, ne? Oh fuck, ein fetter. Warum kletterst du jetzt so hoch? Was ist los mit dir? Oh fuck. Scheiße. Fall doch um! Echt am Arsch, ne? Was kletterst du jetzt da hoch? Was ist los mit dir? Was ist falsch mit dir? Endlich. Ja, dann... Oh nein, da wollte ich gar nicht hin. Hol ich mit dich. Also die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig manchmal. Oh fuck. Das war ein Headshot. Ich muss das Tor aufkriegen. Ja, gleich, machen wir gleich. Also das Ding hier holen. Oh, ich steck hier fest. Ja. Noch dran. Warte kurz. Wow. War knapp. So. Was ist mit alles dir? Klar, los. Ich kann rüber los. Nein, geh einfach. Wir haben das alles gemacht, um sie zu schnappen. Beth, du musst dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Ich finde hier alleine raus. Mein Plan war einfach. Es gab eine Brücke aufs Festland. Ich würde mich durch alles kämpfen, was Monarch mir entgegenstellt. Ein Auto stehlen und damit zurück zum Pool fahren. Erinnere dich daran, dass wir dich für den nächsten Teil lebend brauchen. Wir werden sehen, was passiert. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? What? Was willst du? Ha, willst du das mal? Komm her. Oh. Okay. Ich wünschte, ich hätte einen Sniper. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich kämpfe dich durch den Garten, ja gut. Dann weiß ich Bescheid. Stirb! Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, das weiß ich, dass ihr das müsst, aber das dürft ihr nicht. Ach nö. Ach nö. Ja.
Boah, ich werde sterben. Ja. Gut, Leute, ich werde dann erstmal einen Cut machen. Das wird uns hier zu lange. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und da starten wir ab dem Garten. Und weil wir sonst über die 20 Minuten kommen und ich möchte nicht länger als 20 Minuten hochladen. Weil sich das sowieso kein Schwein nach so länger als 20 Minuten anguckt. Soweit ich weiß. Also laut Watchtime brechen die ersten halt bei 4 Minuten, 5 Minuten ab. Und ja, das macht dann auch keinen Sinn. Und deswegen breche ich dann hier ab und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao.